Ja, hallo, zurück zum Fest der Linken und zurück in der Gegenwart, jetzt beim Spitzenkandidatinnen-Talk zur Bundestagswahl mit Janine Wissler und Dietmar Bartsch. Zu Janine und Dietmar muss ich, glaube ich, nichts mehr sagen, aber wie man sieht, ist Janine gerade zugeschaltet, nämlich zu meiner Rechten. Hallo Janine, du bist gerade in Hessen beim Parteitag, aber schön, dass du es trotzdem einrichten kannst, quasi digital heute zu uns zu stoßen und mit uns zu sprechen. Und auf meiner Linken Dietmar, wie gesagt, zu den beiden muss ich, glaube ich, nichts mehr sagen. Wir werden jetzt sprechen über die politische Landschaft, was steht an. Und ich glaube, wir kommen nicht darum herum, auch wenn Dietmar und ich hier gemeinsam stehen. Es wäre sehr schön, Janine, wenn du hier wärst, weil Dietmar ja wirklich sehr viel größer ist als ich. Und es wäre gut, jemanden zu haben, der das Ganze ein bisschen, die das Ganze ein bisschen leveln kann. Aber gut, wir werden damit klarkommen und wir sind ja auch alle nach einem Jahr Zoom und Zuschalten das gewohnt. Nichtsdestotrotz versuchen wir, politisch zu sprechen. Und Janine, du warst in der letzten Woche mit einer kleinen Delegation auf Lesbos. Und ja, ich kann mir kaum vorstellen, was du erlebt hast, aber vielleicht kannst du trotzdem zu Beginn von deinen Eindrücken berichten und auch, was du politisch daraus mitnimmst jetzt für den Wahlkampf, was für Eindrücke du da mitgenommen hast und was du daraus ziehst für die Linke. Ja, erstmal herzliche Grüße nach Berlin. Ich kann leider nicht da sein, weil ich in Gießen bin, weil wir dieses Wochenende Landesparteitag haben und morgen die Vertreterinnenversammlung zur Aufstellung der Liste zur Bundestagswahl. Deswegen heute nur zugeschaltet und deswegen kann ich jetzt nicht vor Ort dabei sein. Ja, du hast es gesagt, wir waren in dieser Woche mit einer kleinen Delegation von Linken aus dem Europäischen Parlament, aus dem Bundestag, aus der bremischen Bürgerschaft auf Lesbos gewesen, um uns vor Ort ein Bild zu machen, aber natürlich auch um Solidarität zu zeigen, weil natürlich gerade im Moment Lesbos, Moria, Karatepe so ein bisschen aus der Medienberichterstattung auch verschwunden ist und die Menschen natürlich nicht vergessen werden dürfen, die jetzt an den Außengrenzen Europas da in geflüchteten Lagern unter furchtbaren Bedingungen festsitzen. Und als Linke sagen wir ja, unsere Solidarität ist immer unteilbar. Sie endet nicht an den Außengrenzen Deutschlands und Europas, sondern wir sind solidarisch mit den Menschen, die dort gestrandet sind. Und wir waren dort, wir waren im Lager Karatepe. Wir haben uns das angeschaut, wir haben mit Geflüchteten gesprochen und die Bedingungen sind wirklich furchtbar. Also das sind über 6.000 Menschen, die dort leben, die überhaupt nicht wissen, wie es weitergeht und sie uns auch gesagt haben, das ist eigentlich das Schlimmste, dass wir nicht wissen, das dauert jetzt noch 3 Monate oder 6 Monate, sondern dass man halt überhaupt keine Ahnung hat, wie lange man dort auch bleiben kann. Ein Drittel davon sind Kinder, die nicht zur Schule gehen, ja, wo viele so klein sind, dass sie eigentlich sich an ein Leben außerhalb dieser Lager gar nicht erinnern können. Es gibt keinen Strom, es gibt kein fließend Wasser. Es ist unglaublich heiß, also es war jetzt im Mai ist es ja noch halbwegs, also es ist ja noch nicht Hochsommer, aber auch jetzt schon, es gibt kaum Schatten im Camp und dann den Zelten sind 2 bis 3 Familien untergebracht, in den großen Zelten bis zu über 100 Leute, also die allein geflüchteten Männer und die Bedingungen sind ziemlich dramatisch. Also es wird uns auch erzählt, dass das Essen ganz schwierig ist. Es gibt sehr viele Geflüchtete, die traumatisiert sind, Folteropfer, Opfer von sexueller Gewalt. Und natürlich haben sie alle auch den Brand in Moria erlebt. Wir haben uns auch das ausgebrannte Lager Moria angeschaut. Wir haben mit ganz, ganz vielen Organisationen vor Ort gesprochen, mit den Ärzten ohne Grenzen zum Beispiel, die ja sonst außer innerhalb der Europäischen Union überhaupt nicht aktiv sind, weil sie ja normalerweise in anderen Ländern sind. Wir haben mit den ganzen Organisationen gesprochen und eben auch mit den Geflüchteten. Wir haben mit einem Geflüchteten gesprochen, der auf dem Rollstuhl angewiesen ist, ja, was natürlich eine Katastrophe ist in diesem Camp. Das ist alles Schotter. Er braucht jedes Mal, wenn er zur Toilette gehen will, müssen die Menschen helfen, weil er das gar nicht alleine machen kann. Das heißt also, die Lage ist wirklich dramatisch. Und wir sind hingefahren, eben um ein Zeichen der Solidarität zu setzen. Und wir sagen ganz klar, diese Lager müssen aufgelöst werden. Das kann nicht sein, dass man einfach das alles delegiert an die Länder, die eben zufälligerweise Außengrenzen haben. Es gibt in Deutschland über 250 Städte, die gesagt haben, wir haben Platz, wir sind sicherer Hafen, wir können Geflüchtete aufnehmen. Also das geht da eben um 6.100 Menschen. Und deswegen sagen wir, diese Lager müssen aufgelöst werden. Leider muss man ja sagen, ist das nicht einfach Unfähigkeit oder man kriegt das nicht hin, ja, sondern es ist
genauso gewollt. Es ist eine Form von Abschreckung dieser EU, Abschottungs- und Abschreckungspolitik an den Außengrenzen. Und das ist das Problem. Und ich muss schon sagen, es ist auch persönlich natürlich für uns alle einfach das zu sehen. Ja? Also die Kinder dort zu sehen, die nicht mal einen Kinderspielplatz haben, die seit Jahren eben nicht in der Schule sind. Also die ganze Situation dort ist wirklich dramatisch. Keinerlei Ruhe, keinerlei Intimsphäre. Und deswegen finde ich, sind wir ja auch in der Verantwortung, deutlich zu machen. Wir haben Länder, die sagen, wir würden Geflüchtete aufnehmen, und die Bundesregierung, Horst Seehofer, verhindert das und mauert. Und deswegen ist das ganz klar unsere Forderung, dass wir hier eben auch diese Forderung der Kommunen, wir können Geflüchtete aufnehmen, dass wir dem eben auch nachkommen wollen. Ja, danke dir auf jeden Fall, Janine, für den Bericht sozusagen und auch für dein und euer Engagement dort, weil, wie du sagst, ich glaube, es ist immer wieder wichtig zu betonen, dass es eine politische Entscheidung ist, dass Menschen nicht gerettet werden oder dass sie dort vor sich hin vegetieren müssen und wir nicht für eine humanitäre Situation sorgen. Das ist nicht das einzige Thema leider, was wir ernsthafterweise besprechen müssen, auch wenn wir beim Fest der Linken sind, was eigentlich festlich und gemeinsam sein sollte. Trotzdem steht am kommenden Wochenende auch die Wahl in Sachsen-Anhalt an, und deswegen die Frage an dich, Dietmar, wie du darauf schaust, was erwartest du und auch was für eine Verantwortung hat die Linke da in Sachsen-Anhalt? Na, erstmal wird noch eine Woche Wahl gekämpft. Am Montag bin ich wieder in Sachsen-Anhalt. Janine wird in Sachsen-Anhalt sein. Wir werden uns da dann sogar mal live treffen. Das ist ja sehr schön. Wir engagieren uns da bis zum letzten Tag. Wir kennen alle die aktuellen Umfragen. Sachsen-Anhalt ist die letzte Wahl vor der Bundestagswahl. Und ich glaube, dass dort die klare Aufgabe wie immer steht, bis zum Schluss zu kämpfen. Für uns sind so eine Wahlen in Pandemiezeiten schwierig. Wir haben wenig Bevölkerungskontakt, wenig Gespräche. Das ist eine große Schwierigkeit für uns. Und wir wollen versuchen, das natürlich zu kompensieren. Das Problem in Sachsen-Anhalt ist, das war damals die erste sogenannte Kenia-Koalition. Und der Haseloff hat immer erzählt, Bollwerk gegen rechts, weil wenn man das machen würde, dann würde man ja die AfD klein machen. Aber es ist am Ende des Tages eigentlich das Gegenteil passiert. Ich meine, das ist eine reine Hetztruppe in Sachsen-Anhalt, so ähnlich wie im Bundestag. Und trotzdem sind sie in einer Größenordnung jetzt vermutlich bei den Wahlen wieder, die das deutliche Scheitern festmacht. So, unsere Aufgabe ist ganz klar, dort Flagge zu zeigen und vor allen Dingen auch deutlich zu machen, dass es gibt eine Alternative in Sachsen-Anhalt. Ich glaube, dass unser Landesverband dort eine kluge Kampagne gemacht hat, dass wir eine tolle Truppe dort haben, eine klasse Spitzenkandidatin, einen guten Landesverband, und es wird bis zum Schluss gekämpft, Punkt, aus, Ende, und danach geht es eben weiter, das ist so, es wird danach weitergehen. Ich hoffe, um das auch klar zu sagen, dass wir auf dem Siegertreppchen stehen, das heißt auf Platz 3 sind, das ist meine Hoffnung, und ich glaube auch, dass wir das hinkriegen können. Wir werden auf jeden Fall in der letzten Woche mit gesamtem Engagement dort vor Ort sein, die beiden Parteivorsitzenden, die Fraktionsvorsitzenden, also alle, die in der Linken irgendwie über einen kleinen Bekanntheitsgrad verfügen, werden da sein, die Anhaltiner unterstützen, und die sind auch gut aufgestellt, und ich hoffe, dass es noch ein bisschen Bewegung gibt. Und es brennt ja wahrscheinlich vielen unter den Nägeln, die jetzt die Ergebnisse oder die sozusagen die Prognosen in Sachsen-Anhalt gesehen haben, aber auch in Sachsen, dass man so ein bisschen wie das Kaninchen vor der Schlange steht und darauf starrt und denkt, was tun wir gegen rechts? Und auch ihr beide habt ja unterschiedlich, zwar in unterschiedlichen Verbänden und in unterschiedlichen Teilen des Landes damit schon sozusagen, wurde damit konfrontiert. Und die Frage ist natürlich, was tun gegen rechts im Osten, aber auch wie im Westen, in Hessen genauso. Was ist da die Strategie? Was sind eure Punkte, die ihr machen würdet? Fängst vielleicht du an, Janine? Ja. Genau, wir müssen, oder ja, soll ich, wir können uns jetzt egal, nicht angucken, also deswegen Janine vielleicht, ja. Ja, also erstmal auch viele Grüße nach Sachsen-Anhalt, und es ist noch eine Woche Wahlkampf. Es ist ja heute auch die große Unteilbar-Demonstration gewesen dort, der es ja auch nochmal ein Zeichen gegen rechts gesetzt hat. Ja, ich denke, natürlich muss man der extremen Rechten den Kampf ansagen. Wir müssen die Gefahr von rechts, die rechten Terrornetzwerke, die aufklären und dem was entgegensetzen. Dazu gehört auch die Entwaffnung der rechten Szene natürlich. Aber es geht auch darum, dem alltäglichen Rassismus den Kampf anzusagen, den strukturellen Rassismus. Und natürlich, für uns gehört ja der Kampf gegen Rassismus und für soziale Gerechtigkeit immer zusammen. Das heißt also, wir müssen natürlich auch schauen, dass wir den sozialen Nährboden, dass wir den angehen, dass natürlich Konkurrenz und
Entsolidarisierung auch immer ein Nährboden ist eben für Rechte, für rassistische Ideologien. Und deswegen kämpfen wir ja für gleiche Lebensbedingungen. Wir kämpfen dafür, dass alle in sozialer Sicherheit leben können, dass alle Menschen keine Angst haben müssen, dass sie in Altersarmut landen, dass sie nicht Angst haben müssen, ihre Miete nicht mehr bezahlen zu können. Ne? Und ich glaube, das müssen wir eben auch als gesamtgesellschaftliches Problem schon sehen, so dass dieses Gefühl, dass das ja in den Nachkriegsjahren und aber auch bis in die 70er, 80er Jahre hinein gab, so dieses euren Kindern wird es mal besser gehen, ja, dass da heute das überhaupt nicht mehr der Fall ist, sondern eher ja, so ein Gefühl von Abstieg da ist und eine Angst vor Abstieg da ist, weil eben soziale Sicherheiten auch verloren gegangen ist, weil die Leute nur noch befristete Verträge bekommen und in Leiharbeit sind und Minijobs haben und völlig prekär sind. Und deswegen finde ich, wir müssen den Kampf gegen Rassismus führen, aber eben auch dafür sorgen, dass es diese Form von Entsolidarisierung nicht gibt, sondern soziale Sicherheiten, soziale Garantien für alle Menschen, unabhängig von der Herkunft natürlich. Also 100% d'accord. Ich will vielleicht folgende Ergänzung machen. Ich meine schon, dass eine Aufgabe ist, dass wir deutlich machen müssen, was hat denn die AfD real hingekriegt? Weil es ist ja manchmal so, naja, wenn die AfD, also da werden die anderen nachdenklich und so weiter. Also aus dem Bundestag kann ich nur berichten, 6 Leute sind aus der AfD rausgegangen. Alle haben hinterher gesagt, das ist ein rechtsradikaler Haufen. Also jetzt nicht wir, sondern die. Ich will das nur festhalten. In Sachsen-Anhalt ist das ähnlich. Was ich nicht in Ordnung finde, ist, dass die CDU jetzt seit einiger Zeit, vor allen Dingen in diesem Wahlkampf, sagt, na, entweder Haseloff oder die AfD. Das ist ehrlich gesagt völlig unseriös. Und deswegen finde ich es ganz wichtig, diesen Punkt, den Janine gesagt hat, wir müssen auf die realen Auseinandersetzungen auch in Sachsen-Anhalt kommen. Denn es ist so, dieses Land ist Niedriglohnland. In diesem Land ist es so, dass die Unterschiede, also ich meine, die Tatsache, dass in einer ostdeutschen Landesregierung, also in Hessen ist es undenkbar, ich stelle mir mal vor, in Hessen werden nur 2 Hessenminister, die anderen werden alle aus dem Osten. Absurd. Also da würde selbst Janine sagen, das ist nicht in Ordnung. Völlig zu Recht. So, oder na gut, es kommt auf den Ossi an, ist ja klar. So, aber jetzt mal ernsthaft, da gibt es 2 Leute, Minister aus dem Osten. Und alles andere sind Westdeutsche. Und deswegen haben wir das thematisiert. Wir haben dort Löhne, bei gleicher Arbeit wird unterschiedlich verdient. Das ist inakzeptabel. Wenn man sich da anguckt, wir haben die Pandemie und in dieser Pandemie sind in Sachsen-Anhalt Krankenhäuser geschlossen worden. Und wir haben dort ein Angebot gemacht, ein ganz konkretes, mit Gewerkschaften zusammen erarbeitet, eine Landesgesellschaft, dass man eben Krankenhäuser erhält. Das ist doch nicht irgendwas. Man kann doch nicht wie in Havelberg ein Krankenhaus schließen in diesen Zeiten. Und vieles andere mehr. Deswegen, ja, konsequenter Kampf gegen rechts. Wir sind dort die schärfsten Gegner. Aber für mich ist auch wichtig, die dürfen nicht der zentrale Punkt der Auseinandersetzung werden, sondern wir müssen uns mit der Union auseinandersetzen. Und gerade die in Sachsen-Anhalt ist eben offen nach rechts. Da gibt es eben 2, die gesagt haben, man muss das Nationale mit dem Sozialen verbinden. Die wurden dann noch mit Top-Listenplätzen belohnt. Die sind also ganz weit vorne. Ich meine, da sind auch unter den ersten 10 Leuten sind 9 Kerle. Das ist auch nur noch mal nebenbei. Also ganz klar und eindeutig, es gibt eine Alternative. Wir haben ein Angebot, was wählbar ist. Und dafür werben wir. Und ich kann nur immer sagen, in den neuen Ländern war es häufig so, dass es interessante Umfragen gab. Ergebnisse waren ganz andere. Und deswegen in dieser Woche wird noch mal richtig gekämpft, weil wir eine ordentliche Alternative sind und nicht die Truppe, die da wieder mit mehr oder weniger Chaos antritt. Wir drücken den Genossinnen und Genossen in Sachsen-Anhalt auf jeden Fall die Daumen natürlich und gucken aber nochmal bundesweit, weil Dietmar hat schon gesagt, es ist die letzte Wahl vor dem Bundestagswahlkampf, wenn er so richtig losgeht. Ihr seid ja wahrscheinlich schon in Stimmung als Team, lauft ihr euch warm. Und ich glaube, man darf nicht vergessen, auch wenn jetzt alle gerade an Impftermine denken und wann sie endlich geimpft werden können oder ob sie wieder in der Außengastronomie essen können und so weiter. Aber ich glaube, man darf dabei nicht vergessen, dass vor allem diejenigen, die sowieso schon sozial benachteiligt waren, von dieser Corona-Krise noch besonders stark getroffen wurden. Und jetzt ist es natürlich die Aufgabe der Linken aus meiner Sicht, auch das besonders zu adressieren und genau für diejenigen auch Politik zu machen. Welche Punkte werdet ihr setzen im Bundestagswahlkampf, um vielleicht auch genau das, die Stimmung, über die sich Spahn vielleicht so ein bisschen gerettet hat, dass alle jetzt geimpft werden können, diese Stimmung auch wieder sozusagen in die Richtung zu kippen, dass es wieder um Umverteilungskämpfe geht. Janine.
Ja, ich kann ja anfangen und Dietmar kann genau. Mich ja ergänzen. Ich finde, also die Corona-Krise hat ja nochmal die Probleme, die es vorher schon gab, nochmal überdeutlich zutage befördert. Also der Pflegenotstand ist natürlich älter als die Corona-Krise. Die Pflegekräfte schlagen seit vielen Jahren Alarm und sagen, wir haben ein Problem. Wir haben eine Unterbesetzung auf den Intensivstationen, wir haben eine Unterfinanzierung in den Krankenhäusern und uns gehen immer mehr Pflegekräfte verloren, weil sie viel zu wenig verdienen, weil man den Job nicht bis 67 machen kann, aber erst dann eben Rente bekommt. Und deswegen finde ich, dass das ganz wichtig ist, dass wir im Gesundheitssystem grundsätzlich Dinge verändern. Das heißt, Krankenhäuser gehören in die öffentliche Hand. Dietmar hat das eben schon angesprochen. Es gibt jetzt Krankenhausschließungen in der Corona-Krise. Krankenhäuser in die öffentliche Hand. Krankenhäuser haben nicht die Aufgabe, Gewinne abzuwerfen für die Dividenden von Aktionären. Krankenhäuser müssen Menschen gesund machen. Und es ist aber oft so, dass ein Wort des Trostes genauso wichtig ist, vielleicht wie eine Spritze, aber eben nicht abgerechnet werden kann über das Fallpauschalensystem. Das heißt also, weg mit den Fallpauschalen. Wir brauchen eine bedarfsgerechte Finanzierung der Krankenhäuser, endlich eine bessere Bezahlung der Pflegekräfte und vor allem gut ausgeruhte Pflegekräfte, die eben nicht überlastet sind. Dazu brauchen wir jetzt endlich auch Personalmindeststandards. Also das finde ich einen ganz entscheidenden, wichtigen Punkt. Natürlich sagen wir nach dem Urteil des Bundesverfassungsgerichts zum Mietendeckel. Ganz klar, jetzt erst recht. Wir brauchen den Mietendeckel jetzt bundesweit. Das ist eine ganz große soziale Frage und zwar nicht nur in den Städten, sondern durchaus auch im Umland, dass Menschen ihre Miete nicht mehr zahlen können. Deswegen sagen wir Mietendeckel, Mietenstopp und wir unterstützen das Bürgerbegehren, ja auch das Volksbegehren in Berlin, Deutsche Wohnen und Co. enteignen, weil wir sagen, Wohnungen, das ist ein Zuhause für Menschen, kein Rendite- und kein Anlageobjekt. Und natürlich sind wir die Partei, die dafür kämpft, dass es gute Arbeit gibt. Das heißt, Schluss mit den prekären Beschäftigungsverhältnissen. Von Arbeit muss man leben können. Mindestlohn 13 Euro und natürlich auch eine Rente, die zum Leben reicht. Und natürlich brauchen wir Umverteilung, weil es sind eben nicht alle ärmer geworden in der Krise, sondern einige wenige sind reicher geworden. Und da meine ich jetzt nicht nur Unionsabgeordnete mit ihren Maskendeals, sondern eben auch zum Beispiel Konzerne wie Amazon. Ja, und auch andere, die wirklich gut verdient haben an dieser Krise. Und wir müssen endlich über Umverteilung reden. Das ist ein ganz entscheidender Punkt. Und den müssen wir sehr deutlich machen. Und natürlich ist die Linke auch immer die Partei, die konsequente Friedenspartei, die sagt, kann auch nicht sein, dass im Corona-Jahr der Verteidigungshaushalt um 8% erhöht wird. Dieses Geld wollen wir nicht in Rüstung stecken. Wir wollen das ausgeben für Bildung, für Gesundheit, für Soziales. Das ist unser Ansatzpunkt. Und das sind Dinge, die wir im Wahlkampf stark machen werden. Und Dietmar ergänzt mich jetzt. Also ich will deshalb schon nichts ergänzen, weil ich finde, das sind Themen, die völlig ausreichend sind. Es wird ganz wichtig sein, dass wir uns konzentrieren. Wir müssen uns konzentrieren und Janine hat ja den Kern benannt. Wir haben die Situation, dass die aktuell Regierenden und andere wollen über bestimmte Themen nicht reden. Zum Beispiel wird nicht die Frage gestellt, wer bezahlt die Krise? Eine ganz schlichte Frage. Ich meine, wir haben teilweise mit unserer Unterstützung 450 Milliarden Neukreditaufnahme in den letzten anderthalb Jahren. So, und da wird jetzt gesagt, naja, da schauen wir mal. Und dann gibt es die einen, die sagen, naja, also auf jeden Fall die schwarze Null und auf jeden Fall müssen wir mehr investieren. Also alles so Sätze, die gut klingen. Aber die reale Frage wird nicht beantwortet. Wir beantworten sie. Wir sagen auch deutlich, wo wir Geld abholen wollen. Wir sind die einzige Partei, die sagt, wir wollen eine einmalige Vermögensabgabe. Wir haben das, damit das nicht irgendwie als linke Spinnerei, das mit dem DIW gemeinsam als Fraktion erarbeitet, betrifft nur 0,7% der Bevölkerung, bringt aber real was in die Kasse. Wenn wir die Dinge, die wir umsetzen wollen, dann müssen wir auch über die Finanzierung reden. Das machen wir. Und damit eben gute Arbeit und gute Rente finanzierbar ist, damit das Gesundheitswesen eben nicht der Kommerzialisierung unterworfen wird, damit eben die Schwestern und die Pfleger und auch die Ärzte ordentlich entlohnt werden und arbeiten können, da muss es voraussetzen, es muss weg, dieses Just-in-Time, Geiz ist geil, hat sich doch gezeigt, dass das absurd ist. Und da brauchen wir Veränderungen. Und da geht es darum, dass wir stark werden. Denn diese Themen werden nur dann in der Öffentlichkeit, völlig unabhängig, wie die Wahl ausgehen wird, ansonsten wird nur dann in der Öffentlichkeit eine Rolle spielen, wenn die Linke stärker wird. Und das wollen wir. Und da ist eben, ja, es ist eine Absurdität, dass in dieser Zeit, wo Geld überall fehlt, wird nebenbei und unter der Hand der Verteidigungsetat erhöht. Also ich meine, ich habe bei den zusätzlichen Summen, habe ich dann nur mal die Frage gestellt im Bundestag, wofür sind denn die 10 Milliarden da? Ja, die sind noch gar nicht untersetzt. Ja, wo leben wir denn? 10 Milliarden, die werden einfach nur mal eingestellt bei diesen Wahnsinnssummen. Und das finde ich wirklich
dramatisch verkehrt, da brauchen wir eine andere Politik und das müssen wir deutlich machen. Wenn wir nicht diese Frage stellen, wenn wir nicht bei denjenigen sind, die in der Krise eben wirklich ausgegrenzt worden sind, dann machen wir einen Fehler. Ich will es an einem ganz platten Beispiel, das ist aber gar nicht so platt. Der Eigentümer von Lidl, Herr Schwarz, hat sein Vermögen von März bis März um 14,4 Milliarden erhöht. Und ich sag mal, was wäre eigentlich so schlimm, wenn das Vermögen nur um 1,4 Milliarden erhöht worden wäre und dafür die Kassiererin, die jeden Tag bei Lidl an der Kasse sitzt und ihre Gesundheit riskiert, wenn die etwas davon profitiert hätte. Wir haben eine solche Schieflage und das geht eben nicht. Und das trifft für die Autoindustrie zu. Familie Quandt-Klatten, die haben sogar 20 Milliarden in einem Jahr. Das ist doch, ich meine, muss mir noch einer sagen, dass die haben gar nichts mehr mit dem Unternehmen zu tun. So, und das ist unsere Aufgabe, das zu thematisieren und zu sagen, wir wollen, dass wirklich ein Ausgleich in der Gesellschaft stattfindet. Wir haben konkrete Vorschläge. Wenn wir das hinkriegen und eben, Janine hat, ich könnte jetzt auch noch 12 Punkte ergänzen, aber wir werden uns vor allen Dingen Mühe geben müssen, dass wir das auf 2, 3, 4 Punkte hart fokussieren. Da ist die Mietenfrage eine ganz zentrale und das vor allen Dingen aus einem Grund. Bei der Mietenfrage haben wir Glaubwürdigkeit bewiesen. Die Linke hat es gemacht in Berlin. Und jetzt wird immer erzählt, ja, das Verfassungsgericht, ja, das hat gesagt, dass die Zuständigkeit nicht beim Land ist. Und natürlich ist es in Vorpommern eine andere Situation als in Berlin. Aber eins ist klar, wir wollen, dass das, was jetzt läuft, die aktuellen Dinge, wenn man sich das anguckt, der Lichtenberger Bürgermeister der Linken aus Berlin, der hat das mal für eine Wohnung, die 23 Quadratmeter hat, da ist ein Preis aufgerufen worden, den könnte ein Bundestagsabgeordneter nicht bezahlen, das ist nicht mehr normal. Und da wollen wir ran, da werden wir ran und das, wenn wir das deutlich machen, wenn wir das hinkriegen, die Partei trotz Pandemie motivieren für diese Fragen, dann bin ich zuversichtlich, dass wir unsere Ziele erreichen können. Du hast es erwähnt, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bei Lidl haben zynischerweise so einen Gutschein bekommen über 200 Euro für ihren eigenen Laden. Also sie konnten dann bei Lidl selbst einkaufen. Das im Verhältnis zu dem, was Herr Schwarz in der Krise bekommen hat. Das dazu also das Thema Umverteilen. Aber ihr habt es auch schon angesprochen, die Debatte um die Vermögensabgabe im Bundestag war so bezeichnend, weil eben tatsächlich die Linke die einzige war, die das adressiert hat, so konzentriert adressiert hat. Und man hat da gesehen, dass alle anderen Parteien, CDU, FDP, AfD, haben sich nichts genommen, ideologisch gegen diese Vermögensabgabe zu sein. Und SPD und Grüne haben sich so ein bisschen zurückgehalten, haben eine Vermögenssteuer ins Spiel gebracht. Ich glaube, daran hat man gut erkannt, wo so die Bündnisse stehen und wo die auch die Kräfteverhältnisse stehen. Und deswegen vielleicht nochmal die Frage nicht nach Opposition oder Regieren, weil ich glaube, das ist nicht die zentrale Frage, sondern tatsächlich, wie ist die Strategie über die Bundestagswahl auch hinaus, die Linke wirkmächtiger zu machen, um genau solche Forderungen wie eine Vermögensabgabe nicht nur im Plenum zu diskutieren, sondern tatsächlich gesellschaftlich als Vorschlag einzubringen. Na gut, dann fange ich jetzt nochmal an. Ja. Also das ist eine ganz zentrale Frage. Also die Bundestagswahl, der 27.09. ist ein Arbeitstag, das ist ein Montag. Und für viele Leute ist das ein ganz normaler Arbeitstag. Deswegen ist es schon auch Aufgabe der Linken, so wichtig dieser Wahltermin ist und wie wir mit vollem Enthusiasmus in diese Wahlauseinandersetzung gehen wollen, dass wir einige Grundfragen stellen. Denn wir haben doch, und zwar gerade in der Pandemie gesehen, dass diese Gesellschaft an vielen Stellen droht auseinanderzubrechen. Und das, was Janine geschildert hat jetzt von ihrem Besuch auf Lesbos, das ist ja ein Mosaikstein einer auseinanderdriftenden Gesellschaft. Und wir haben derzeit die Situation, dass wir den Klimawandel haben, der nach Antworten schreit. Dass wir ein wahnsinniges Auseinanderdriften bei Einkommen und Vermögen auf der Welt haben mit bitterer Armut. Wenn man sich überlegt, dass alle 10 Sekunden ein Kind auf der Welt verhungert. Also ich meine, das muss man sich mal vorstellen. Und wir wissen das und wir tun da kaum etwas. Und wir haben dann dazu eine Herausforderung, die mit der Überschrift Digitalisierung verbunden ist. Und wir haben weitere große Krisen, sage ich mal. Die Pandemie habe ich jetzt wirklich nur zum Schluss erwähnt. Und wir wissen gar nicht, was da in einigen Monaten sein wird. Wo im Übrigen, das sage ich jetzt mal in Klammern, jetzt Regierende auf einmal so tun, das haben wir alles hingekriegt. Ich habe nur die kleine Sorge, dass irgendwie im Oktober plötzlich alle von einer vierten Welle sprechen werden. Und deswegen finde ich schon, dass das aufgerufen werden muss und das, was Janine eben angedeutet hat, was dort gelaufen ist, tut mir leid, das muss ich wenigstens einmal benennen, mit den Maskendeals. Und wenn ich jetzt sehe, dass mit den Tests
auf die Art und Weise Leute sich bereichern, das ist so ein unfassbarer Vorgang. Also was das für eine Moral ist, in der Krise wirklich also 1000 Tests abzurechnen und nur 100 gemacht zu haben, das ist unfassbar. Und dass Unionsabgeordnete teilweise Millionen sich unter den Nagel gerissen haben, unfassbar. Aber das sind Auswüchse einer Gesellschaft. Und deswegen müssen wir da schon Grundfragen stellen. Weil wenn dieser Kapitalismus sich so weiterentwickelt, werden diese Krisen nicht etwa bewältigt, sondern diese Krisen werden verschärft und wir werden zu Auseinandersetzungen kommen, die wir alle nicht wollen können. Und deswegen glaube ich, ist es notwendig, im Bundestagswahlkampf diese großen Themen aufzurufen. Da ist die Frage der Verteilung eine ganz zentrale. Und da geht es nicht nur um Reich und Arm, da geht es auch um Ost und West, um Männer, Frauen, um Nord, Süd. Das ist eine zentrale Frage, denn wenn das so weitergeht, dann glaube ich, kommen wir in krisenhafte Prozesse. Wir sehen das an den Kriegen dieser Welt und die sind der allergrößte Wahnsinn, dass das nicht bewältigbar ist. Also ganz klar, die Wirkmächtigkeit der Linken muss erhöht werden. Und da haben wir die Situation, das muss man ja ganz nüchtern einschätzen, dass wenn man sich das anguckt in Europa, und auch in der Welt, dass an vielen Stellen der Einfluss von links geringer geworden ist. Also wenn man sich nach Italien anguckt, aus der ruhmreichen, großen, damals noch italienischen kommunistischen Partei, die vielen Nachfolgeparteien, da ist kaum noch was übrig. Wenn man nicht nach Frankreich schaut, viele Probleme. Das ist leider die Situation und deswegen haben wir hier auch eine besondere Verantwortung in Deutschland. Und unsere Verantwortung heißt eben, zuzulegen zu den letzten Wahlen. Im Moment sind die Umfragen nicht gut, das wissen wir alle, das sehen wir. Ja, das ist Aufruf. Das ist Aufruf dazu, dass wir zu kämpfen haben, weil es geht nicht nur um uns, es geht um viel, viel mehr. Es geht darum, ob wir die Chance haben, das, was du einforderst, völlig zu Recht, Wirkmächtigkeit von Linken zu erhöhen. Darum geht's. Diese Chance können wir eröffnen, auch mit einem guten Wahlergebnis. Darum geht's auch, neben den konkreten Problemen. Janine? Daran anzuschließen, also wir müssen deutlich machen, dass wir nicht einfach nur kleine Stellschrauben drehen wollen, sondern dass wir grundlegenden Politikwechsel wollen, die Prämissen der Politik ändern wollen. Weil das ist ja angesichts einfach der zunehmenden Probleme, der zunehmenden Krisen, die man das angesprochen, ist es eben nicht die Zeit jetzt irgendwie, wo man kleine Tippelschritte machen kann und hier mal ein bisschen und dort mal ein bisschen, sondern wir brauchen grundlegende Veränderungen. Und im ganzen sozialen Bereich, ja, wo wir einfach sehen, jetzt durch die Pandemie, so viele Menschen an Vermögen, die sehr kleine Vermögen hatten, die ihre Ersparnisse aufgebraucht haben, ja, die überhaupt nicht wissen, wie sie ihre Rechnung noch bezahlen sollen. Also die soziale Ungleichheit hat sich noch mal so verschärft durch die Krise. Wir haben die Situation, dass wir ein Bildungssystem haben, was Kindern aus armen Familien überhaupt nicht die gleichen Möglichkeiten gibt, was soziale Unterschiede ja nicht kompensiert, sondern eher verfestigt. Und das hat sich natürlich auch jetzt in der Corona-Krise noch mal gezeigt. Homeschooling ist natürlich deutlich schwieriger, wenn Kinder kein eigenes Zimmer haben, wenn sie keine Eltern haben, die helfen können, weil sie zum Beispiel voll berufstätig sind. Und deswegen diese Unterschiede, diese Ungleichheit, der etwas entgegenzusetzen. Und auch bei dem großen Thema Klimawandel. Wir brauchen einen sozial-ökologischen Umbau. Und wenn man das Klimaziel erreichen will, da kann man nicht auf hier ein paar kleine Maßnahmen und dort ein paar kleine Maßnahmen, sondern wir brauchen eine Verkehrswende und wir brauchen eine Energiewende und wir brauchen sie schnell. Und das müssen wir ökologisch und sozial hinkriegen. Ja? Das heißt also, Deutschland zum Bahnland zu machen, mit einem gut ausgebauten, barrierefrei, eng getakteten ÖPNV, der und generell Busse und Bahnen über das ganze Land, der bezahlbar ist für die Menschen, ja? Dass Mobilität eben kein Privileg ist, sondern für alle erschwinglich ist. Das sind Punkte, wo wir ansetzen müssen. Und zu der Frage der Wirkungsmächtigkeit. Das Entscheidende ist natürlich, dass wir als Linke auch Bündnispartner haben, dass wir mit den Gewerkschaften, mit den Betrieblichen kämpfen, dass wir in die Sozialverbände rein, in die Mieterbündnisse, in die Klimaschutzbewegung, dass wir diese Bündnisse auch suchen, dass wir die nochmal verstärken, weil völlig klar ist, wenn wir linke Politik umsetzen wollen, dann brauchen wir dazu parlamentarische Mehrheiten, wir brauchen aber auch gesellschaftliche Mehrheiten. Das heißt, wir brauchen auch eine Stimmung in der Gesellschaft, die sagt, diese zum Himmelschreiende Ungerechtigkeit, die wollen wir verändern. Und da ist einfach das Problem, dass über all die Jahre des Neoliberalismus, wo den Leuten die ganze Zeit erzählt wurde, jeder ist seines Glückes Schmied und wer es in dieser Gesellschaft nicht schafft, der hat halt versagt. Das hat sich ja in den Köpfen auch festgesetzt, ja? Dass die Menschen sich schämen für Armut, dass sie sich schämen dafür, dass sie erwerbslos sind, ja? Dass die alleinerziehende Mutter sich schämt, weil sie das Geschenk für den Kindergeburtstag einfach nicht leisten kann. Ja? Und eigentlich müsste sich ja der Arbeitgeber dieser Frau schämen dafür, dass er
der Frau zu wenig Geld bezahlt. Also, und ich finde, wir müssen aus dieser in Teilen auch Resignation, ja, und dieses Gefühl, versagt zu haben, es nicht geschafft haben, also das auch zu einer offensiven Anklage über die Verhältnisse machen. Es ist kein individuelles Versagen von Menschen, die arm sind, sondern es ist ein gesellschaftliches Versagen. Und von dieser Unsicherheit sind eben immer mehr gesellschaftliche Gruppen auch betroffen. Das geht bis weit in die Mittelschichten hinein, ja, die Angst haben, dass sie, wenn sie erwerbslos werden und in Hartz IV fallen, dass sie einfach ihr ganzes, ja, ihr Eigenheim, ihre Eigentumswohnung dann verkaufen müssen, bevor sie überhaupt Anspruch auf Sozialleistungen haben. Und dafür brauchen wir gesellschaftliche Bündnisse. Und deswegen ist ja die Linke auch immer eine Partei, die im Parlament wichtige Arbeit macht. Wir versuchen, Dinge aufzudecken, die richtigen Fragen zu stellen, die richtigen Anträge einzubringen, aber natürlich auch immer mit dem Bezug in die Gesellschaft, weil darüber müssen wir natürlich auch gesellschaftliche Stimmungen verändern. Und deswegen sind wir auch Bündnispartnerin eben zum Beispiel der Gewerkschaften oder der Mieterbündnisse. Ich finde es gut, dass du gesagt hast, Janine, dass wir zum Bahnland werden sollen. Das ist auf jeden Fall eine wichtige, das wünsche ich mir auch. Ich möchte gerne mal wieder Bahn fahren. Mit Anni Scheuer im Verkehrsministerium schwierig. Ja, genau. Das ist übrigens ein Grund, wirklich den abzulösen. Ne? Also Anni Scheuer, wenn man sich mal überlegt, darf ich das kurz sagen? 6.500 Kilometer Schiene abgerissen. Ich meine, die reden immer über Verkehrswende. Das ist ein Beitrag zur Ökologie, Ausbau des Schienennetzes. Anschließend ICEs zum Beispiel nach Magdeburg oder das wäre notwendig, dass man nach Frankfurt in 2,5 Stunden und so weiter. Warum? Das ist ökologische Wende und nicht zu sagen, wir machen alles nur teurer. Dann sagen die Leute um Gottes Willen. Also deswegen Schiene, total wichtiger Punkt für uns, ganz wichtig. Ja. Ich wollte eigentlich gerade auch für Ostdeutschland, wenn ich das noch sagen darf, in Ostdeutschland wurde so viel Kilometer Schiene stillgelegt, wie das ganze Bahnnetz der Niederlande ist. Ja, also gerade auch dort in Ostdeutschland, wo eben im ländlichen Raum, aber auch teilweise die Verbindungen zwischen den Städten, wo Bahnhöfe stillgelegt wurden, Schienennetze stillgelegt wurden, es überhaupt keine vernünftige Taktung mehr gibt. Und deswegen finde ich, ist das auch eine positive Vision, die wir haben können, nämlich zu sagen, wir wollen ja nicht... wir wollen eine Art von Verkehr, die viel entspannter ist, die bezahlbar ist, die wirklich Mobilität auch garantiert. Jetzt hattest du leider eine Robo-Stimme die letzten Sekunden, Janine, aber das hat vielleicht auch gepasst. Genau, also apropos Bahnland, ich wollte eigentlich überleiten zum demokratischen Sozialismus, aber die Herzen für die Deutsche Bahn und den Zugverkehr schlugen jetzt plötzlich höher. Das heißt, über den Sozialismus sprechen wir beim nächsten Mal. Dietmar und ich stehen ja auch hier an der Tanzbar, also auch das hat dann vielleicht damit zu tun, dass wir uns eine Gesellschaft anders vorstellen, in der wir tanzen können. Vielleicht schaffen wir das beim nächsten Fest der Linken dann mit euch beiden zusammen. Das wäre sehr, sehr schön. Ich danke euch, Janine und Dietmar, für dieses Gespräch. Vielen, vielen Dank und viel Erfolg, Janine, auch beim Parteitag der Linken in Hessen. Also viel Glück dabei. Und es geht hier jetzt weiter mit einem Beitrag der Linksjugend Solid. Die Linksjugend ist ja ein unabhängiger Verband, der sich einsetzt für Feminismus, Basisdemokratie, Sozialismus und Antifaschismus. Und was die Vision der Linksjugend Solid ist, das sehen wir jetzt in einem kleinen Video. Viel Spaß!